So, hallo, heute machen wir Kunst. Ich habe dir vor längerer Zeit ja schon mal deinen Wasserfarbenkasten mit nach Hause gegeben. Die Zweitis haben auch schon was gemalt. Jetzt mache ich ein Video für die Zweitis und die Erstis, also für die ganze Klasse zusammen. Dazu brauchst du deine Wasserfarben. Vorher solltest du dir aber irgendwo eine Unterlage holen, zum Beispiel wie ich hier. So eine große Zeitung, wenn ihr sowas zu Hause habt oder irgendwas anderes, was man aufhalten kann. So ein altes Papier, eine alte Verpackung. Dann brauchen wir natürlich unser großes Zeichenblatt oder Malblatt. Da habe ich hier das. Dann brauchst du ein Glas Wasser, deine Farben natürlich und einen Pinsel. Wer einen Schwamm zu Hause hat, kann auch mit Schwamm arbeiten. Das erkläre ich dann auch noch, wie das funktioniert. Wer keinen Schwamm hat, einfach die Eltern fragen. Die haben bestimmt einen alten Putzschwamm, den man zerschnippeln kann. Dann kannst du dir so ein kleines Stück Schwamm auch einfach abschneiden. Damit, das reicht schon so ein kleines Stück. Okay, aber was malen wir denn jetzt? Ich möchte etwas malen, und zwar ein Tier, das, und ich habe erfahren, dass das das Lieblingstier vom Umut ist, und wir haben auch einen Text schon darüber gelesen in der ersten Klasse, und das Lieblingstier vom Umut ist der große Panda, also der Panda-Bär, den kennen bestimmt alle Kinder, und ich habe hier ein wunderschönes Buch über den Panda. Das ist noch aus meiner eigenen Kindheit. Das Buch gibt es heute, glaube ich, leider nicht mehr. Aber ich zeige dir das jetzt. Also über den großen Panda geht es hier. Und der lebt im Bambuswald. Und zwar in China. Und damit wir den Panda super gut malen können, auch seine Umgebung, seinen Lebensraum, zeige ich dir mal dieses Buch. Also, da guckt er schon um die Ecke. Hier sind chinesische Schriftzeichen, ja, weil der Panda-Bär lebt in China. Und jetzt lese ich dir nicht viel vor, sondern wir schauen uns einfach mal an, wie die Landschaft ausschaut vom Panda. Und die Erstleser wissen schon, der Panda lebt in den Bergen, aber diese Berge sind auch bewaldet mit vielen Pflanzen. Also es sind große Wälder, in denen der Panda-Bär lebt. Hier siehst du die Berge und die Wälder. Die Bäume wachsen ganz weit rauf auf die Berge. Und da siehst du ihn mitten im Wald. Da sitzt er zum Beispiel, ein Panda-Bär. Oder hier drüben am Fluss. Und da schau dir mal die Bilder an, wie grün es da ist. Das können wir uns alle schon mal merken. Wow, wie da die Pflanzen aussehen. Schau mal, was da unten für Pflanzenformen wachsen. Und hier sind solche runden Äste, so ein bisschen wie Lianen. Und die Bäume sind so mit Moos bewachsen. Das müssen wir uns alles merken, damit wir dann ein wunderschönes Bild vom Panda malen können. Da ist ja ein ganz kleiner süßer Panda, der hier spielt und vielleicht was frisst. Und hier klettert er auf einen Baum rauf. Sowas könnten wir natürlich auch malen. Einen Panda, der klettert. Also das darfst du dann am Schluss natürlich selber entscheiden. Aber ganz wichtig, das wissen die Erstklässler, ist für den Panda diese Pflanze hier. Die kennst du bestimmt, diese Pflanzen, die aus diesen kleinen Stücken bestehen. Das ist Bambus. Und deswegen nennt man den Panda-Bären auch den Bambusbären, weil der Panda frisst diesen Bambus. Und da siehst du zum Beispiel die Bambusstängel, wie er da sitzt und die dann ganz langsam kaut. Und die schmecken dem Panda-Bären ausgezeichnet. Jetzt kommen noch ein paar andere Tiere. Und die Panda-Bären leben in diesen Wäldern und da wird es aber im Winter auch recht kalt. Also hier siehst du schon, es liegt Schnee auf den Bäumen, auf den Wäldern. Oder hier auch hast du die Bambuspflanzen im Schnee. Und
Das macht dem Panda-Bär aber nichts aus, weil der so ein dickes Fell hat. Ne? Der ist ganz plüschig. Dem ist da bestimmt nicht kalt, sondern der kann sich gut warm halten. Aber wie gesagt, die gibt es auch im Winter. Und da sind die Forscher, die chinesischen Forscher, die den Panda-Bären hier erforschen und untersuchen. Und anscheinend ist der ganz zahm hier, also die können dem auch näher kommen. Und die bringen jetzt einen Panda-Bären hier in so eine Schutzeinrichtung, weil der Panda ist nämlich gefährdet. Ja, da gibt es nicht mehr so viele in der freien Natur. Und hier siehst du nochmal dann im nächsten Frühling anscheinend den Panda im Bambusgebüsch sitzen. Okay, also mit diesen ganzen Inspirationen können wir jetzt anfangen, einen solchen Wald zu malen, wo der Panda sitzt. Vielleicht einen Wald mit Schnee, vielleicht einfach nur einen grünen Wald im Sommer und vielleicht solche dicken Bäume und diese Pflanzen da unten. Das merken wir uns alles ganz fest, wenn wir das Bild jetzt beginnen. Ich lege das Buch weg und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das Bild anfangen. Und ich weiß, am liebsten würdest du wahrscheinlich sofort anfangen, den Panda-Bären zu malen. Aber so gehen wir nicht vor. Weil, wenn wir jetzt hier einen Panda-Bären malen, dann muss ich die ganze Landschaft um den Panda-Bären herum malen. Und das ist immer keine so gute Strategie bei Wasserfarben, sondern bei Wasserfarben muss man eigentlich immer andersrum denken. Und zwar malen wir zuerst den Hintergrund, dann malen wir die Landschaft und dann ganz, ganz, ganz am Schluss malen wir vorne die Pflanzen und noch weiter am Schluss malen wir dann erst den Panda-Bären oben auf alles drauf. Also der Panda-Bär ist sozusagen das Letzte, was wir heute machen. Vorher müssen wir erst die Landschaft machen. So, das Video ist schon jetzt über 7 Minuten lang. Jetzt habe ich viel gequasselt. Jetzt müssen wir mal langsam ans Malen gehen. Ich empfehle dir, mach deine Wasserfarben auf, hol dir dein Glas, schnapp dir deinen Pinsel und dann kannst du schon verschiedene Farben ein bisschen befeuchten. Ganz wichtig ist am Anfang blau, die blauen Farben und die grünen Farben und die braunen Farben können wir aber auch benutzen. Eigentlich brauchen wir fast alle Farben, aber damit kannst du jetzt schon mal anfangen. Wie ich dann das Bild gestalte, zeige ich dir im nächsten.